Am Anfang des Films erweisen wir uns in einer typischen amerikanischen Schule. Nach dem Anruf werden die Kinder nach draußen hinauslaufen, um die Sonne zu genießen. Der Kapitän der örtlichen Fußballteam küsst sein Mädchen, eine bezaubernde Cheerleaderin. Ein unauffälliger Kerl handelt in der Schule mit verbotenen Stoffen und macht dies sehr geschickt und unauffällig. In all diesem Chaos und der Atmosphäre der Jugend befindet sich auch die Hauptheldin. Linda Sinclair ist 45 Jahren und sie arbeitet in der Schule als Englischlehrerin. Doma geht in einen plötzlich leeren Flur. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben einen neuen Sprecher für unseren Channel angeheuert. Mark. Bitte stimmen Sie ab, ob Sie ihn behalten, den bisherigen Sprecher zurückgeben oder die Suche nach dem perfekten Sprecher für Sie fortsetzen wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Das Leben von Linda war ziemlich normal. Diese Dame lebt nicht sehr reich. Es gibt kleine Schwierigkeiten in ihrem Leben. Manchmal angenehme Höhen und Träume, nach denen Enttäuschung auftritt. Linda strebt nicht nach Luxus und Vergnügungen. Und obwohl ihr Leben von außen ziemlich langweilig erscheint, ist eine Frau in ihrer Seele ziemlich leidenschaftlich und romantisch. Als Kind war Linda sehr empfindlich und verbrachte viel Zeit mit Büchern. Die großen Kunstwerke erstaunten sie, aber die reale Welt schien vor ihrem Hintergrund grau und langweilig. Linda hat aufgewachsen und verstehen, dass ihre Berufung darin bestand, die Herzen anderer Menschen anzuzünden. Die Dame inspiriert ihre Schüler und weckt Analytik und Strebung nach dem Schönen in ihnen. All dies verurteilt Linda jedoch leicht zum Leben einer alten Jungfer. Denn wie kann man nach solchen inneren Erfahrungen und Fantasien einen gewöhnlichen Mann treffen? Linda geht manchmal auf Dates und versucht, eine einfühlsame und aufmerksame Person zu finden. Im Laufe der Zeit wird eine Frau von Männern enttäuscht und erkennt, dass ein wahrer Romantiker immer dazu verdammt ist, einsam zu sein. Eines Tages hebt sie Geld von einem Geldautomaten ab und sieht, wie sich ein verdächtiger Kerl ihr nähert. Linda benutzt die Mittel der Selbstverteidigung. Doch nennt der Räuber seinen Namen, Jason Sherwood, und erinnert daran, dass er ihr Schüler war. Linda bietet an, den Mann ins Krankenhaus zu bringen, aber er lehnt es ab. Sein Vater arbeitet dort, mit dem er sich nicht treffen will. Dann beschließt die Dame, Jason erste Hilfe bei ihm zu Hause zu beweisen. Unterwegs fragt Linda den Mann nach seinem Leben. Die Lehrerin erinnert sich, dass Jason schon in jungen Jahren sehr talentiert war. Der Kerl erzählt, dass er sich an der Fakultät für Drehbuch in New York gegangen ist. Jason hat kürzlich seinen Abschluss gemacht und ein Stück geschrieben, das er selbst für unglaublich hält. Der Kerl hat sich viel Mühe gegeben, um die Vorführung seines Werkes auf der Bühne zu organisieren. Das Stück wurde jedoch mehrmals abgelehnt und Jason hörte auf, es zu versuchen. Der Vater zwang den Jungen, an der juristischen Fakultät zu gehen, um etwas zu verdienen. Linda fühlt mit ihrem ehemaligen Schüler. Die Dame bringt Jason nach Hause und bittet ihn, ihr morgen sein Stück zur Lektüre und Bewertung zu überreichen. Am nächsten Tag hält Linda eine Stunde, in der sie über Adel und Selbstaufopferung spricht. Sie wird von Jason unterbrochen, der beschließt, das Stück unter die Tür zu schieben. Linda stellt den Kerl ihren Schülern vor und ist verwirrt, als er sie als die beste Lehrerin bezeichnet. Nach dem Unterricht steht eine Frau Jasons Vater im Fitnessstudio gegenüber. Linda hängt fast sofort das Etikett seelenlos an ihn. Zu Hause beginnt sie, das Stück zu lesen. Linda bleibt total begeistert. Sie ruft Jason an und sagt, dass er ein echtes Meisterwerk geschaffen hat. Linda versteht, dass der Kerl sich bereits damit abgefunden hat, dass sein Werk nicht auf die Bühne gestellt wird. Die Frau schlägt jedoch vor, zu kämpfen und denkt einen Plan aus. In der Schule hat sie einen Bekannten, Karl Kapinas. Ein Mann beschäftigt sich mit der Inszenierung von Stücken mit Schülern der Oberstufe und beschwert sich oft darüber, dass seine Auswahl an Werken sehr begrenzt ist. Linda beschließt, Jasons Kunstwerk einem Freund zu zeigen. Karl bleibt nicht gleichgültig. Nachdem er das Stück gelesen hat, rennt er in Lindas Arbeitszimmer und wenn er sie dort nicht findet, bewacht er eine Frau vor der Toilette. Karl nennt das Gelesene ein Meisterwerk und stimmt der Inszenierung zu. Ein Mann ist sicher, dass ein solches Werk niemanden gleichgültig lassen wird. Mit ihrer Idee gehen Linda und ihr Freund zum Schulleiter. Nachdem er das Stück gelesen hat, berichtet er jedoch, dass es zu der Inszenierung in der Schule nicht passt. Der Direktor glaubt, dass die darin beschriebenen Probleme sowie einige Szenen für Kinder schockierend sein können. Linda besteht darauf, dass es für die Schüler nützlich sein wird, nicht nur ein solches Stück zu spielen, sondern auch zu erfahren, dass es von einem Schüler ihrer Schule geschrieben wurde. Der Direktor stimmt der Inszenierung zu, verlangt aber, dass das düstere Ende geändert wird. Karl akzeptiert diese Anforderung. Linda ist nervös, weil sie glaubt, dass es das Stück ruinieren wird. Der Mann teilt ihr jedoch im Geheimen mit, dass er das Ende nicht ändern wird. Aber er sagte es nur, um Zustimmung zu erhalten.
Eine Frau trifft sich mit Jason, der sehr nervös ist, wenn er sich darauf vorbereitet, seine Arbeit vorzustellen. Der Kerl macht sich große Sorgen, dass er seine Idee nicht vermitteln kann. Linda ist sich sicher, dass diese Angst durch die übermäßige Kälte und den Druck ihres Vaters verursacht wird. Sie bittet Jason, nicht aufzugeben und zumindest zu versuchen, sich selbst zu beweisen, dass er als Drehbuchautor etwas wert ist. Der Kerl stimmt zu und kommt als Ehrengast von Carl zur Probe den Schülern. Einer von ihnen, namens Will, kritisiert den Moment im Stück und hält ihn für klischeehaft. Jason geht nicht gut mit Kritik um und verlässt den Saal. Linda schimpft den Schüler wegen Respektlosigkeit und läuft zum Kerl auf die Straße. Die Dame unterstützt Jason und bittet ihn, in den Saal zurückzukehren. Am Ende erklärt der Kerl seinen szenischen Fehler Will. Dann nimmt Carl das Wort und schlägt vor, mit den Proben zu beginnen. Die Schüler freuen sich über die Möglichkeit, etwas Neues und wirklich Erstaunliches zu spielen. Will und Linda leiten die Schauspieler und machen bei Bedarf Bemerkungen. Während einer der Proben tritt plötzlich Jasons Vater in den Saal ein. Tom ist wütend, als er sieht, was sein Sohn tut und verlangt, dass er mit ihm nach draußen geht. Linda beobachtet das Geschehen durch die Tür. Die Frau bemerkt, dass Tom seinen Sohn grob behandelt und ihm zur Hilfe kommt. Linda verjagt den Mann weg und hilft Jason, zur Schule zurückzukehren. Der weinende Kerl erinnert sich daran, dass Tom sich nach der Tragödie mit seiner Mutter so verhalten hat, und Linda tröstet ihn. Jason steigt plötzlich auf und küsst. Nicht sofort, aber immer noch wird Linda von einer gegnerischen Leidenschaft durchdrungen und bleibt direkt in ihrem Arbeitszimmer allein mit dem Kerl. Danach fühlt sich die Frau jedoch schrecklich. Linda versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass nichts Schlimmes passiert ist und sie keine schlechte Person ist. Im Inneren fühlt sie sich jedoch immer noch schuldig und schämt sich für das, was passiert ist. Während der Probe ruft Linda den Kerl in die Garderobe an, um zu reden. Sie glaubt, dass das, was zwischen ihnen passiert ist, ein Fehler war und es ist besser, nur Freunde zu bleiben. Linda glaubt, dass es im Moment das Wichtigste ist, das Stück inszenieren und es so nah wie möglich an das Ideal heranzuführen. Während des Sportsunterrichts im Fitnessstudio begegnet sie Tom. Der Mann erklärt, dass er sich mit seinem Sohn gestritten hat, weil er gelogen hat, dass er Kurse zur Vorbereitung auf das Jura ging. Tom schwört auch, dass er sich bemüht, seinen Sohn in allem zu unterstützen und ihn zu nichts zwingt. Linda glaubt dem Mann nicht und bezieht sich auf ihre pädagogische Erfahrung. Aber Tom meint, dass sie sich einfach dafür entscheidet, ihn voreingenommen zu behandeln. Linda ruft Jason an und wundert sich, dass er eine der Schülerinnen, die die Hauptrolle spielt, zu sich nach Hause eingeladen hat. Am nächsten Tag bemerkt die Lehrerin auch, dass der Kerl Holly Aufmerksamkeitszeichen gibt. Linda lädt ein Mädchen zu sich ein und bittet sie, mit Männern vorsichtig zu sein, besonders wenn sie eine Karriere als Schauspielerin aufbauen wird. Holly ist frustriert zu erkennen, dass manche Leute Fleisch in ihr sehen, nicht den Menschen. Doch bald geht Linda in die Garderobe und sieht, wie Jason ein Mädchen küsst. Die Frau streitet sich mit dem Kerl und Holly wird dem Direktor alles erzählen. Jason holt sie ein und beginnt einen Streit. Der Kerl verlangt, dass Linda nichts sagt, sonst wird er von dem erzählen, was zwischen ihnen passiert ist. Zerstritten gehen die Helden auseinander. Hinter dem Auto taucht Will auf, der versehentlich das Gespräch belauscht und vor der Kamera auszieht. Am nächsten Tag bemerkt Linda die seltsame Einstellung der Schüler. Sie beschwert sich beim Direktor, dass Holly sie verleumdet hat. Der Mann geht zusammen mit seiner Frau zum Probenraum. Der Direktor ist verwirrt, als er bemerkt, dass Carl das verbotene Ende probt. Der Mann legt alles auf Linda ab. Angeblich hat sie vergessen, Jason davon zu erzählen. Holly zeigt ein Video, das bestätigt, dass Gerüchte über eine Lehrerin wahr sind. Linda läuft aus dem Saal und hört, wie der Direktor sie entlässt. Eine weinende Frau fährt nach Hause und gerät versehentlich in einen Unfall. Im Krankenhaus muss sie mit Tom sprechen, der sich sehr ruhig und freundlich verhält. Die weinende Linda gesteht die Beziehung zu seinem Sohn und die Täuschung über das Stück. Tom beschuldigt die Dame, dass sie sehr naiv, um Kinder zu erziehen. Außerdem sagt der Mann, dass Jason die Handlung des Stücks erfunden hat. Der Kerl hat gelogen, dass sie auf seinem tragischen und traurigen Leben mit dem Despoten seines Vaters beruht. Linda kehrt nach Hause zurück und ist für ein paar Tage völlig isoliert und entmutigt. Sie beantwortet nicht die Nachrichten von Carl, der um Verzeihung für sein Verhalten bittet. Eines Tages kommt die Frau des Direktors zu Linda. Sie berichtet, dass Carl ins Krankenhaus kam und Jason sich weigert, das Ende des Stücks zu ändern. Die Frau bittet Linda, den Kindern und ihr zu helfen, und im Gegenzug wird sie nicht kündigen. Die Dame kommt zur Probe und erfährt, dass die Kinder das neue Finale, das Carl und der Direktor erfunden haben, nicht mögen.
Linda beschließt, Jason zu treffen. Als er den Gast vor der Haustür sieht, ist der Kerl sehr böse, beschließt jedoch, ihn reinzulassen. Eine Frau versucht Jason davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, ein neues Ende des Stücks zu finden. Der Kerl ist jedoch böse und glaubt, dass dies seine ganze Idee stören würde. Jason nennt Linda eine alte Frau, die der Macht über Kinder genießt und in der Illusion lebt, dass sie sich nach der Schule an sie erinnern werden. Linda bittet den Mann mit Tränen in den Augen, an das andere Ende zu denken, erhält aber eine Absage. Nach der Rückkehr nach Hause nimmt sie sich selbst an die Arbeit und versucht, das Ende weniger düster zu machen. Der Tag der Premiere kommt. Linda unterstützt die Schauspieler, als plötzlich ein geheilter Karl hinter den Kulissen auftaucht. Eine Frau verlässt zu Beginn der Aufführung den Saal und fühlt, dass sie so ist. Linda findet, dass sie alles zu aufregend ist. Linda sieht Jasons Vater durch die Tür gehend. Der Kerl kommt auch zur Premiere. Doch während des Endes, wo Holly beschließt, sich nicht das Selbstmord zu begehen und zu versuchen, alles zu bessern, wird Jason wütend und kommt heraus. Linda versucht, ihn zu beruhigen und sagt, dass ein solches Ende wohlbehalter und richtiger ist. Nach dem Ende des Stücks findet Linda sich mit Tom ab. Die Frau arbeitet weiterhin als Lehrerin. Jetzt versucht sie jedoch, in ihren Schülern die Fähigkeit zu entwickeln, etwas zu fantasieren und zu erschaffen. Linda beginnt sich allmählich mit Tom näher zu sein und geht mit ihm auf ein Date. Die Heldin lernt schließlich, in der Realität zu leben und findet ihre Liebe und Harmonie. An diesem Punkt endet der Film. Vielen Dank an alle, dass Sie das Video bis zum Ende durchgesehen haben. Bewerten Sie bitte dieses Video. Schreiben Sie in den Kommentaren, was Sie über diesen Film denken, und sehen Sie sich in den neuen Videos an.